Am Ende des Tages ist dann oft ein Ego-Thema, ne? Wenn die Kultur, also wenn die individuelle Person, aber auch die Kultur dafür nicht geschaffen ist, zu sagen, du auf der Ecke, muss ich mich noch schlau machen. Ja, kann ich nichts tun. Das, was du jetzt ein bisschen erwähnt hast, das hat mich erinnert an Porter. Porter hat seine Five Forces gemacht, also die fünf Kräfte, die sich eher so auf die Branchenstruktur also damit beschäftigen. Aber ich habe mir gerade gedacht, es ist eigentlich auch für dich im Team gar nicht so uninteressant. Also dort redet er von den Zulieferern und wie viel Stärke die haben und von den Abnehmern, wie viel Verhandlungsmacht die haben und dass du substituiert werden könntest von außen durch was ganz anderes und wie stark generell diese Rivalität ist. Aber ich finde, man kann dieses Modell auch ein bisschen aufs Team und auf die Abteilung und dich als Führungskraft und die Welt dazu umlegen. Einfach zu sagen, wir machen Sachen jetzt gerade so. Und ein Substitut könnte sein, also erstens für uns selber, dass das vielleicht das, was wir da tun, gar nicht mehr gebraucht wird, gerade wenn wir über Digitalisierung und so sprechen. Aber auch natürlich, dass es da draußen oft ganz andere Hilfsmittel gibt, die man vielleicht gar nicht derzeit am Schirm hat, wo es vielleicht ein Projekt braucht, um dorthin zu kommen, aber wo man einfach mal ein bisschen schauen kann, was gibt es denn da draußen noch, was uns in unserer Arbeit helfen würde, was vielleicht in der Branche noch keiner so gedacht hat, noch keiner so gesehen hat. Einfach um sich selber irgendwie Dinge reinzuholen, die man sozusagen auch ein bisschen neu denken müsste. Ja, also was weiß ich, wenn wir den Bericht bis jetzt immer alles per Hand geschrieben haben, große Überraschung, heutzutage geht das sehr gut am Computer. Ja, oder du kannst eine schöne automatisierte Datenverarbeitung da einbauen und alles wird besser auf einmal. Ja, und viele Prozesse muss man einfach außerhalb des Tellerrandes mal beobachten. Wie machen andere das? Sehr spannend ist auch oft in andere Branchen reingehen. Also zum Beispiel, du bist in deiner Fachfunktion drinnen und diese Fachfunktionen gibt es in anderen Branchen auch, zu denen du in keiner Art von Konkurrenzverhältnis oder ähnliches steckst. Aber du kannst dir mal anschauen, wenn du aus der verarbeitenden Industrie zum Beispiel kommst, kannst du dir mal schauen, na, wie machen die denn das in der Pharmaindustrie zum Beispiel? Oder wie machen die das in einer Dienstleistungs-Consulting-Branche? Und dann wirst du viele Sachen sehen, die auf dich und deine Probleme nicht passen werden wahrscheinlich. Aber du wirst dafür einige andere Sachen sehen, die für deine Sachen wunderbar passen würden. Wo du dir denkst, wow, Wahnsinn, die machen das schon so. Oder ein Klassiker ist, da gibt es Themen, die sind in manchen Branchen schon seit 10, 15 Jahren wichtig und aktuell. Und zu dir kommt das gerade erst so, ah wow, um das sollten wir uns auch mal kümmern. Ja? Und dann kannst du, und dann musst du das Rad nicht neu erfinden, dann gibt es dort schon Werkzeuge, dann gibt es dort Frameworks, die schon lange ausgetestet sind, ausgearbeitet sind und die dir zumindest eine super Inspirationsquelle bieten können für Probleme, die vielleicht bei dir, die du erkannt hast, weil du geschaut hast, was es denn da gibt, warum das bei euch jetzt gerade zwickt an einer Stelle und Ecke.